Neuerscheinungen für den Oktober geben. Und oh mein Gott, der Oktober steht vor der Tür. Der Oktober ist der Buchmesse-Monat. Ich freue mich schon so auf die Buchmesse, das glaubt ihr gar nicht. Und ja, ich habe für den Oktober wieder einige Bücher rausgesucht. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir mit den Büchern, die am 2. Oktober erscheinen. Da habe ich insgesamt 4 Stück rausgesucht. Und das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist ein Buch, was ich definitiv lesen werde. Denn ich habe schon die Zusage vom Verlag bekommen, dass ich es auf jeden Fall bekomme. Und zwar ist das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Das Lied der Krähen soll auch in der Welt spielen, in der Grisha spielt. Es soll nicht direkt mit Grisha zu tun haben, also von der Handlung her. Es soll aber in der gleichen Welt spielen. Das finde ich schon mal richtig cool. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und freue mich total, denn ich fand den ersten Teil von Grisha auch ganz, ganz toll. Und ich muss den zweiten und dritten Teil endlich mal lesen, verdammt. Und ja, das Lied der Krähen. Ich erzähle euch jetzt einfach erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Ketterdam. Pulsierende Hafenstadt, Handelsmetropole, Tummelplatz, zwielichtiger Gestalten. Hier hat sich Cass Brecker zur gerissenen und skrupellosen rechten Hand eines Bandenchefs hochgearbeitet. Als er eines Tages ein Jobangebot erhält, das ihm unermesslichen Reichtum bescheren würde, weiß Cass 2 Dinge. Erstens wird dieses Geld den Tod seines Bruders rächen. Zweitens kann er den Job unmöglich allein erledigen. Mit 5 Gefährten, die höchst unterschiedliche Motive antreiben, macht Cass sich auf den Weg in den Norden, um einen gefährlichen Magier aus dem bestgesichertsten Gefängnis der Welt zu befreien. Die 6 Krähen sind professionell, clever und Cass fühlt sich jeder Herausforderung gewachsen. Außer in Gegenwart der schönen Injay. Und ich finde, das klingt ganz, ganz toll und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Und wenn ich das Buch gelesen habe, werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie ich es fand. Und ich hoffe, das kommt dann ganz, ganz bald an, das Buch. Es müsste ja dann eigentlich jetzt nächste Woche kommen, wenn dieses Video hier online geht, müsste es ja eigentlich nächste Woche sein. Also drückt mir die Daumen, dass dieses Buch hier ankommt. Und ja, ich freue mich schon wahnsinnig doll auf das Buch und ja, bin gespannt, was das Lied der Krähen bereithält. Das zweite Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ein Buch, was im Heine Verlag erscheint. Und zwar Iskari, der Sturm naht, heißt dieses Buch. Und ich finde das Cover schon irgendwie richtig, richtig cool. Und es ist eine Drachengeschichte und ich mag Drachengeschichten. Ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Als kleines Kind lockte Asha einen Kosu herbei, den mächtigsten aller Drachen. Er gab vor, ihr Freund zu sein, doch dann flog er auf und vernichtete mit seinen mörderischen Flammen Aschas Heimatstadt. Um die unverzeihliche Schuld, die sie damit auf sich geladen hat, zu sühnen, ist sie eine Iskari geworden, eine Drachentöterin, die beste und mutigste. Doch ihre größte Prüfung steht noch bevor, denn ihr Vater, der König, stellt ihr ein schreckliches Ultimatum. Entweder befreit sie das Land endgültig von Kosu, oder sie muss den ihr verhassten Jarek heiraten. Aber Kosu ist unbesiegbar, der Kampf mit ihm selbst für eine Iskari viel zu schwer. Doch Asha ist nicht allein, denn plötzlich stellt sich jemand an ihre Seite. Jemand, der sie noch nicht einmal ansehen dürfte. Torbin, der geheimnisvolle Sklave Jareks. Und ich finde, das klingt einfach richtig, richtig cool. Und ja, ich habe schon überlegt, dieses Buch beim Verlag noch mit anzufragen. Vielleicht kriege ich es ja auch gar nicht, aber Fragen kostet ja immer nichts, ne? Und ja, also ich finde, das klingt nach einer ganz, ganz coolen Geschichte und ich bin mal gespannt, ob ich sie mitlesen werde. Ich weiß es aktuell noch nicht, aber ich finde, es klingt auf jeden Fall ganz, ganz toll. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass am 2. Oktober der 2. Teil der Big Time-Reihe erscheint und zwar Hot Mama. Und in dem 2. Teil der Reihe geht es um Fiona und Fiona haben wir im 1. Teil schon kennengelernt. Sie ist eine der Fearless 5. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf die Geschichte, denn Fiona ist ein Charakter, holla die Waldfee, die lässt echt nichts anbrennen und sie hat eine ziemlich große Klappe und ich mochte sie im 1. Teil schon total. Und ja, freue mich jetzt auf den 2. und bin auf ihre Geschichte gespannt. Und ich habe den Text jetzt hier nicht, um den euch vorzulesen, das wird sonst zu viel, wenn ich euch hier von allen 14 Büchern den Text vorlese. Deswegen nur so zur Info, Hot Mama erscheint am 2. Oktober und ich werde es auf jeden Fall mitlesen. Und das letzte Buch, was ich mir für den 2. Oktober aufgeschrieben habe, ist Bitterfrost, der 1. Teil der Mythos Academy Colorado. Ich habe die Mythos Academy von Jennifer Istep auch gelesen und ich mochte sie total, aber diese Wiederholungen am Anfang, Leute, ich sag's euch, da bestand der 2., 3., 4., 5., 6. Teil, die ersten 100 Seiten, nur Wiederholungen von der Vorgeschichte und das hat echt genervt. Bei der Elemental Assassin-Reihe ist es nicht ganz so schlimm. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei Black Blade ist, ob es da auch so krass ist mit den Wiederholungen. Und ich hoffe, dass es jetzt bei Bitterfrost dann nicht so wird. Ich habe eine Arbeitskollegin, die das Buch sich, denke ich mal, auf jeden Fall kaufen wird, denn sie ist ein riesiger Fan der Mythos Academy. Und da werde ich mir das Buch dann von ihr sicherlich mal ausleihen irgendwann. Und ja, bin schon sehr gespannt auf Bitterfrost. Ich lese euch mal kurz vor, worum es in Bitterfrost geht. Auf der Mythos Academy in Colorado geschehen besorgniserregende Ereignisse, aber nur wenige erkennen die Zeichen.
Rory Fawcety ist eine von ihnen. Trotz ihres jungen Alters hat sich die Spartanerin bereits im Kampf gegen Loki bewiesen. Dennoch ist sie eine Außenseiterin an ihrer Schule, denn ihre Eltern waren Schnitter, Verbrecher im Dienste Lokis. Rorys Vorsätze, endlich Freunde zu finden, werden über den Haufen geworfen, als sie Zeugin eines Mords wird. Und wie sich herausstellt, stecken auch noch Lokis Schergen dahinter. Rory kann nicht zulassen, dass erneut Menschen durch die Schnitter leiden. Als eine Spezialeinheit sich für den Kampf gegen den Feind rekrutiert, gibt es für Rory kein Zurück mehr. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf diese Geschichte und ich bin auch gespannt, was meine Arbeitskollegin mir berichten wird. Denn wie gesagt, sie wird sich das Buch, denke ich mal, gleich am Erscheinungstermin holen und lesen. Und ja, dann werde ich es mir sicherlich irgendwann mal ausleihen. Die nächsten Bücher, die ich euch zeigen werde, erscheinen alle am 9. Oktober. Und auch hier habe ich 4 Stück rausgesucht. Das erste der Bücher ist eine Fortsetzung und der dritte Teil einer Trilogie. Und zwar ist das Frost wie Schatten. Das ist der dritte Teil der Ice Like Fire Reihe, in denen es ja immer noch um Mayra geht und um ihr Volk, was ja befreit worden ist, und sie ist ja die verschwundene Königin. Und ja, das ist der letzte Teil dieser Reihe. Ich habe die ersten beiden Bücher gelesen. Ich fand den zweiten Teil damals sogar noch besser wie den ersten. Ich werde den dritten Teil der Ice Like Fire Reihe definitiv irgendwann nochmal mitlesen. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber das, wie gesagt, der dritte Teil ist, kann ich euch hier zum Inhalt nichts sagen, sonst würde ich euch spoilern und das ist doof. Dann bin ich noch über ein Buch jetzt gestolpert beim Raussuchen, was ich wirklich sehr, sehr interessant finde. Ich finde, das klingt ganz, ganz toll. Und zwar heißt das Die Legende der 4 Königreiche. Das ist der erste Teil, der heißt Ungekrönt. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Einst waren die 4 Königreiche geeint. Nun herrschen Krieg und Zerstörung. Die Eltern von Emelina, der Prinzessin von Ruina, wurden vom König des Nachbarreiches Lera umgebracht und ihre Schwester verschleppt. Emelina will Vergeltung. Ihr Plan ist so grausam wie genial. Erst tötet sie die Verlobte von Kasimir, dem Thronfolger von Lera, dann nimmt sie deren Platz ein. Am Hofe des Feindes will sie den König und alles, was ihm teuer ist, auslöschen. Auch Kasimir. Aber je mehr Zeit sie mit dem Prinzen verbringt, desto mehr will ihr Herz ihr Vorhaben vereiteln. Und ich finde, das klingt einfach richtig toll. Das klingt nach einer richtig coolen, actiongeladenen High-Fantasy-Geschichte und ja, deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben, Die Legende der 4 Königreiche. Und ja, das Cover ist jetzt irgendwie nicht so, ich meine, es besticht durch Schlichtheit, ne? Es ist jetzt kein Cover, was extrem hervorsticht, aber ich finde, der Inhalt klingt halt sehr, sehr interessant. Und das dritte Buch, was ich mir noch mit aufgeschrieben habe für den 9. Oktober, ist das neue Buch von Kerstin Gier, Wolkenschloss. Ich finde ja Kerstin Gier Bücher ganz, ganz toll. Ich mag ihren Schreibstil total. Und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in ihrem neuen Buch Wolkenschloss geht. Hoch oben in den Schweizer Bergen liegt das Wolkenschloss, ein altehrwürdiges Grand Hotel, das seine Glanzzeiten längst hinter sich hat. Aber wenn zum Jahreswechsel der berühmte Silvesterball stattfindet und Gäste aus aller Welt anreisen, knistert es unter den prächtigen Kronleuchtern und in den weitläufigen Fluren nur so vor Aufregung. Die 17-jährige Fanny hat wie der Rest des Personals alle Hände voll zu tun, den Gästen einen luxuriösen Aufenthalt zu bereiten. Aber es entgeht ihr nicht, dass viele hier nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Welche geheimen Pläne werden hinter bestickten Samtvorhängen geschmiedet? Ist die russische Oligarchengattin wirklich im Besitz des legendären Nacheta-Diamanten? Und warum klettert der gut aussehende Tristan lieber die Fassade hoch, als die Treppe zu nehmen? Schon bald steckt Fanny mittendrin in einem lebensgefährlichen Abenteuer, bei dem sie nicht nur ihren Job zu verlieren droht, sondern auch ihr Herz. Und ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll, und Kerstin Gier, die verpackt das ja immer alles so schön. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das vierte Buch, was ich für den 9.10. aufgeschrieben habe, ist das neue Buch von Nina Blagent, Feira. Ich dachte, ich erwähne es an dieser Stelle einfach mal mit, auch wenn ich jetzt nicht der größte Nina Blagent-Fan bin. Ich habe die Bücher, die ich bisher von ihr gelesen habe, die haben mich halt alle jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Also ich glaube, ich werde einfach mit ihrem Schreibstil nicht so richtig warm. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich erwähne es mal, dass von ihr ein neues Buch rauskommt, denn es gibt sehr, sehr viele Nina Blagent-Fans da draußen. Und ja, wie gesagt, Feira erscheint ebenfalls am 9. Oktober. Und das nächste Buch erscheint am 11. Oktober und es ist ebenfalls eine Fortsetzung, weswegen ich hier zum Inhalt nichts sagen kann. Es handelt sich hier um den zweiten Teil von Marilou's Young Elites und der zweite Teil heißt Das Bündnis der Rosen und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich möchte das Buch auf jeden Fall lesen. Ich habe den ersten Teil von Niki mir damals ausgeborgt gehabt und gelesen und war überraschenderweise total begeistert, auch wenn dieses Buch damals sehr, sehr viel negative Kritik bekommen hat. Ich mochte es total. Ich fand Adelina als Anti-Heldin in diesem Buch richtig, richtig cool. Und ja, bin gespannt auf den zweiten Teil und werde den sicherlich irgendwann in meinem Leben mal mitlesen. Die nächsten 4 Bücher, die ich euch zeigen werde, erscheinen alle am 26. Oktober. Und das erste Buch ist der dritte Teil zu
die Chroniken der Verbliebenen. Und das heißt, die Gabe der Erwählten. Jetzt musste ich doch nochmal abspicken. Also es ist der dritte Teil zu Kuss der Lüge. Und ich muss sagen, dass ich das Cover immer wieder Wahnsinn finde. Also dieses Cover ist so cool. Ich mag ja die Farbe lila sowieso, aber dieses Cover, ne, es ist ein Traum. Ich muss sagen, dass ich das Cover vom zweiten Teil nicht so schön finde, wie das vom ersten und vom dritten, aber naja gut, so ist das halt. Und ja, der dritte Teil kommt jetzt wie gesagt raus und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe den ersten und den zweiten Teil ja inzwischen zu Hause, aber noch nicht gelesen und ja, mal schauen. Irgendwann werde ich diese Reihe auch mal anfangen, aber ich muss erst ein paar Reihen noch beenden. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist ein New Adult Roman und von einer Autorin, die ich wirklich auch sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist das Laura Kneidl und ihr erstes New Adult Buch heißt Berühre mich nicht. Und ich lese euch auch immer vor, worum es in diesem Buch geht. Sie dachte, dass sie niemals lieben könnte, doch dann traf sie ihn. Als Sage in Nevada ankommt, besitzt sie nichts. Kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde, nichts außer dem eisernen Willen, neu zu beginnen und das, was zu Hause geschehen ist, zu vergessen. Das ist allerdings schwer, wenn einen die Ereignisse auf jedem Schritt begleiten und die Angst immer wieder über einen hereinbricht. So auch, als Sage ihren Job in einer Bibliothek antritt und dort auf Luca trifft. Mit seinen stechenden, grauen Augen und seinen Tätowierungen steht er für alles, wovor Sage sich fürchtet. Doch Luca ist nicht der, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Und als es Sage gelingt, hinter seine Fassade zu blicken, lässt dies ihr Herz gefährlich schneller schlagen. Und ich finde, das klingt so toll und ich bin schon so gespannt auf dieses Buch. Ich möchte dieses Buch auf jeden Fall lesen. Ob das jetzt gleich im Oktober ist, mag ich bezweifeln, denn ich muss auch meine Finanzen im Überblick behalten. Es ist Buchmesse-Monat. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und ja. Finde, es klingt ganz, ganz toll. Damit wären wir dann auch gleich beim zweiten New Adult Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, was im Oktober noch mit rauskommt, am 26. Denn das zweite Buch von Bianca Iosivonis First Reihe kommt raus und zwar ist das Der letzte erste Kuss. Ich habe ja Der letzte erste Blick gelesen und ich fand es ja einfach nur großartig. Es war eine so tolle, witzige Geschichte und ich freue mich schon seitdem auf den zweiten Teil und ja, bin jetzt happy, dass dieses Buch jetzt erscheint und ich denke mal, dass ich es mir im Oktober auf jeden Fall mitholen werde. Und ja, ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Das größte Risiko, das beste Freunde eingehen können. Elle und Luke sind beste Freunde und das ist auch gut so. Zu oft sind sie in der Vergangenheit verletzt worden, als dass sie noch an die große Liebe glauben würden. Doch dann ändert ein leidenschaftlicher Kuss alles. Und auf einmal ist es unmöglich, das heftige Prickeln zwischen ihnen noch länger zu ignorieren. Dabei wissen Elle und Luke, wie viel für sie auf dem Spiel steht. Und sie wissen auch, dass sie ihre Freundschaft mehr denn je brauchen. Und ich finde, das klingt so toll und man lernt Elle und Luke im ersten Teil ja schon kennen und man spürt diese Dynamik zwischen den beiden und das ist so toll und oh, ich freue mich schon so auf die Geschichte. Und ja, wie gesagt, ich werde mir das Buch auf jeden Fall holen, wenn das dann Ende Oktober rauskommt und freue mich da schon sehr drauf. Und ich werde euch dann natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Ein Buch habe ich noch vom 26. Oktober und zwar ist es wieder eine High-Fantasy-Geschichte und sie heißt Bird and Sword, also Vogel und Schwert, wenn ich das richtig übersetze. Und ja, ich fand, das klang auch wirklich sehr, sehr interessant und deswegen werde ich euch auch dieses Buch einmal kurz vorstellen. Ein Königreich, das kurz vor dem alles entscheidenden Krieg steht. Lark ist 5 Jahre alt, als ihre Mutter vor ihren Augen hingerichtet wird. Ihre letzten Worte sind, still Tochter, bleib am Leben. Womit sie Lark sowohl die Fähigkeit nimmt zu sprechen, als auch die Möglichkeit, ihre Magie einzusetzen. Eine Todsünde in dem abergläubischen Jeru. 13 Jahre verbringt das Mädchen daraufhin am Hof ihres Vaters, der sich für sie schämt und sie wie einen Vogel im goldenen Käfig hält. Lark wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich frei zu sein. Da bittet König Tiras von Jeru ihren Vater um Unterstützung im bevorstehenden Krieg. Um sicherzugehen, dass dieser sich an die Abmachung hält, nimmt der König Lark als Geisel mit in sein Schloss. Zunächst fürchtet sich Lark vor Tiras, doch sie merkt schnell, dass er der Einzige ist, der auch sie ohne ihre Stimme verstehen kann. Und ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll. Das klingt so nach einem Mädchen-High-Fantasy-Buch. Und ja, ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten, das Buch. Und ja, mal schauen. Ich finde, es klingt ganz, ganz toll. Hoffentlich werde ich es vielleicht irgendwann mal mitlesen. Mal schauen. Hoffentlich, vielleicht mal irgendwann. Ah, Susi, deine Artikulation heute ist wieder ein Traum. Naja, so ist er halt. Damit wären wir dann beim letzten Buch für die Neuerscheinungen vom Oktober, was ich rausgesucht habe. Und zwar ist das Herrscherin der 1000 Sonnen. Das ist auch der erste Teil einer Reihe, die dann erscheint. Und ja, ich werde euch auch immer ganz kurz vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Eine Prinzessin, so mutig wie Arya Stark. Prinzessin Rhi'Tan beherrscht das Schwert meisterhaft und will nur eins. Rache. Nachdem ihre Familie ausgelöscht wurde, ist sie für den korrupten Konregenten lediglich eine Marionette.
Jetzt mit fast 16 wird sie die Kaiserkrone tragen und hofft, endlich die Mörder ihrer Angehörigen zu bestrafen. Doch dann entkommt Reh selbst nur knapp einem Anschlag und muss untertauchen. Zur gleichen Zeit verschwindet ihr vermeintlicher Mörder, Pilot Alyosha, eben noch galaktischer Superstar, nun von der Regierung gejagter Verbrecher. Verbrecher, da kam der Ostdeutsch-Dialekt durch. Mal so ein Scheiß. Entschuldigung. Verbrecher, meine ich natürlich. Ellie und Ri ahnen noch nicht, dass das Schicksal der ganzen Galaxie in ihren Händen liegt. Eine dunkle Macht droht ihre Welt in einen interplanetaren Krieg zu stürzen. Und ich finde, dieses Buch klingt nach einer sehr, sehr interessanten Science-Fiction-Geschichte. Und ihr wisst, ich mag gerne mal Science-Fiction. Deswegen habe ich mir das Buch auf jeden Fall auch mal mit aufgeschrieben. Und ja, mal schauen. Vielleicht lese ich es auch mal irgendwann mit. Ich habe keine Ahnung. Ey, es gibt so viele tolle Bücher im Oktober wieder. Die Bücher, die ich jetzt rausgesucht habe, waren auch nur ein kleiner Teil von den Büchern, die natürlich im Oktober rauskommen. Oktober ist Buchmesse-Monat und da ist krass, was alles für Bücher erscheinen. Mir sind garantiert auch wieder 2, 3 interessante Bücher durch die Lappen gegangen. Deswegen gilt wie immer, wenn ihr noch Bücher kennt, die im Oktober erscheinen, wo ihr sagt, guckt ihr dieses Buch auf jeden Fall an, dann schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.